wo immer es in einer menschlichen Geschichte der Liebe wenigstens ein Atom reiner Liebe gegeben hat und dies sich ohne allzu viel Entstellung offenbaren durfte, haben wir etwas Schönes und Wahres vor uns. Und wenn diese Regung nicht dauert, so deshalb, weil sie ihr wirkliches Ziel nicht kennt. Ihr entgeht, dass sie eigentlich nicht die Vereinigung zweier Wesen erstrebt, sondern die Einung aller Wesen mit dem Göttlichen. Die Liebe ist eine höchste Kraft, die das ewige Bewusstsein ausgestrahlt und in die träge, dunkle Welt geschickt hat, um diese Welt mit ihren Wesen zum Göttlichen zurückzuführen. In ihrer Dunkelheit und ihrer Unwissenheit hatte die stoffliche Welt das Göttliche vergessen. Die Liebe stieg in die Finsternis hinab und weckte dort alle, die eingeschlafen waren. Sie öffnete die versiegelten Ohren, indem sie flüsterte: Es gibt etwas, wofür zu erwachen und zu leben sich lohnt, die Liebe. Und mit dem Erwachen zur Liebe kam in die Welt die Möglichkeit einer Rückkehr zum Göttlichen. Durch die Liebe erhebt sich die Schöpfung zum Göttlichen und antwortend neigt sich die göttliche Liebe und Gnade der Schöpfung entgegen. Die Liebe kann in ihrer reinen Schönheit nur bestehen, kann ihre natürliche Macht, die starke Freude ihrer Fülle nur annehmen, in diesem Austausch. Diese Verschmelzung zwischen der Erde und dem Höchsten, diese Bewegung der Liebe, die vom Göttlichen zur Schöpfung und von der Schöpfung zum Göttlichen geht. Diese Welt war eine Welt toter Materie, bis die göttliche Liebe zu ihr hinabstieg und sie zum Leben erweckte. Seither ist sie unterwegs auf der Suche nach diesem göttlichen Ursprung des Lebens. Aber dabei hat sie alle möglichen verkehrten Richtungen und falschen Wege eingeschlagen, ist überall umhergeirrt in der Dunkelheit. Die Masse dieser Schöpfung ist wie ein Blinder vorangekommen, der nach dem Unbekannten sucht, suchend und nicht einmal wissend, wonach. Die höchste, so erreichte Liebe ist jene, die den Menschen als ihre erhabenste Form und in ihrer Art als die reinste und selbstloseste erscheint, wie zum Beispiel die Liebe der Mutter für ihr Kind. Diese menschliche Regung der Liebe sucht insgeheim nach etwas anderem, als was sie schon gefunden hat, doch weiß sie nicht, wo es zu finden ist. Ja, nicht einmal, was es ist.
von dem Augenblick an, wo das Menschenbewusstsein zur göttlichen Liebe erwacht, rein und von aller Offenbarung in menschlicher Gestalt unabhängig, weiß er, wonach sein Herz seit je zutiefst verlangt hat. So beginnt das sehnsuchtsvolle Streben der Seele, die das Bewusstsein zum Verlangen nach Einung mit dem Göttlichen weckt. Von da an müssen alle aus der Unwissenheit gekommenen Formen, alle von ihr geschaffenen Entstellungen erlöschen und verschwinden, um einer einzigen Bewegung der Schöpfung Platz zu machen, die der göttlichen Liebe antwortet, mit ihrer Liebe zum Göttlichen. Ist einmal die Schöpfung bewusst, erwacht, geöffnet für die Liebe zum Göttlichen, dann wird das Göttliche seine grenzenlose Liebe als Antwort in die Schöpfung zurückströmen lassen. Der Kreis der ganzen Bewegung ist geschlossen. Die beiden Enden, der höchste Geist und die offenbarende Materie, treffen sich. Und ihre göttliche Einung wird vollständig und dauerhaft. Sri Aurobindo, Savitri. Zum Sinn meines Herzens bin ich erwacht. Dass Liebe und Einheit fühlen, Leben heißt. Und dies ist der Zauber unserer goldenen Wandlung, ist die ganze Wahrheit, die ich kenne oder suche.